Hallo meine Lieben, ich bin Dr. Ami, ich bin Zahnärztin und in diesem Video möchte ich mit euch über Xylit sprechen. Was genau das ist und was es für Auswirkungen auf die Zahngesundheit und auf die Gesundheit hat, das möchte ich mit euch in diesem Video besprechen. Also bleibt dran! Xylit ist ein Zuckeraustauschstoff. Er gehört nicht zur Gruppe der Kohlenhydrate, sondern der Zuckeralkohole, wird also auch anders verstoffwechselt als Zucker. Xylit wird insulinunabhängig verstoffwechselt und hat weniger Kalorien als normaler Zucker und hat dabei aber die gleiche Süßkraft. Deswegen findet es oft Verwendung in zuckerfreien Kaugummis und in anderen zuckerfreien Lebensmitteln, auch in Nahrungsergänzungsmitteln, in Zahnpasta, in Fertigprodukten. Da Xylit auch als kristallene Form erhältlich ist, kann man es auch zum Kochen und Backen verwenden. Und weil es insulinunabhängig verstoffwechselt wird, ist es auch für Diabetiker geeignet. Xylit wird oft auch Birkenzucker genannt, weil es ursprünglich von der Birkenrinde gewonnen wurde. Aber wenn man sich die Herstellung von Xylit mal genauer anschaut, dann ist es nicht so natürlich, wie der Name Birkenzucker eigentlich erstmal vermuten lässt. Xylit wird industriell in einem relativ aufwendigen, mehrstufigen Verfahren hergestellt. Und in der Industrie wird es meistens auch nicht aus der Birkenrinde gewonnen, sondern aus Resten von Maiskolben. Diese Reste werden dann weiter verarbeitet, bis irgendwann dieses Xylit entsteht. Also von natürlich kann hier nicht mehr die Rede sein. Das heißt, Xylit hat auf jeden Fall gewisse Vorteile, auch in Bezug auf die Zahngesundheit. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber es hat eben auch Nachteile. Es ist ein stark verarbeitetes Produkt, was eben auch nicht gut ist für den Körper und für die Verdauung. In übermäßigen Dosen kann es auch abführend wirken und eben Probleme mit dem Verdauungstrakt und dem Darm hervorrufen. Was genau hat Xylit für einen Einfluss auf unsere Zahngesundheit? Das fragen sich wahrscheinlich die meisten von euch. Also Xylit kann als Zuckeraustauschstoff nicht von den Kariesbakterien verstoffwechselt werden. Es ist also nicht kariogen, also es kann keine Karies hervorrufen. Aber nicht nur das, es ist auch antikariogen, also karieshemmend, weil nämlich dieses Xylit den Stoffwechsel der Kariesbakterien hemmt und auch verhindert, dass sich die Kariesbakterien an der Zahnoberfläche anheften können. Außerdem reduziert Xylit dadurch die Plaquebildung und die Säurebildung innerhalb der Plaque. Also ist es nicht nur, dass es keine Karies hervorruft, sondern im Gegenteil, es kann auch Karies hemmen. Gleichzeitig wird natürlich die Speichelproduktion angeregt und der Speichel wiederum hat auf seine Art ja auch noch positive Effekte auf die Zähne. Die in dem Speichel enthaltenen Mineralien werden zur Remineralisation der Zähne verwendet. Außerdem werden Säuren abgepuffert, der Speichel hat eine Pufferkapazität und die Säuren werden neutralisiert. Und das alles zusammen hat natürlich positive Effekte auf eure Zahngesundheit und auf die Kariesentstehung. Das klingt ja erstmal alles ganz toll und so viele Vorteile hat Xylit, hat es auch auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich habe es eben schon kurz angesprochen, Xylit gilt offiziell als gesundheitlich unbedenklich. Aber wenn man sich mal anschaut, dass es eben ein Stoff ist, der stark verarbeitet wurde und auch abführend wirken kann in höheren Mengen, dann kann man sich ja schon ein bisschen überlegen, dass es jetzt auch nicht so gesund sein kann. Die Frage ist, okay, es ist nicht gesundheitlich bedenklich, aber ist es denn gesund? Aber das ist jetzt meine persönliche Meinung dazu. Ich bin generell auch ganz stark dafür, dass man keine verarbeiteten Produkte isst und immer so natürlich wie möglich isst, so wenig verarbeitet wie möglich. Und Xylit gehört auf jeden Fall nicht in die Kategorie gesund. Wenn überhaupt, ist es nicht ungesund. Aber gesund ist es auch nicht, weil es gibt dem Körper zum Beispiel auch keine Nährstoffe. Da ist nichts drin an Nährstoffen. Das heißt, man muss jetzt unterscheiden, wofür möchte ich dieses Xylit verwenden. Wenn ich es anstelle von Zucker verwende, also den normalen Haushaltszucker weglasse und stattdessen Xylit nehme, dann finde ich das gut, weil es ist bestimmt besser als Haushaltszucker.
eben aufgrund der ganzen Vorteile, die ich gerade aufgezählt habe. Und wenn ich jetzt gerade mal unterwegs bin und gegessen habe und wirklich keine Zeit habe, meine Zähne zu pflegen, dann kann man auch gerne mal ein xylithaltiges Kaugummi oder eine xylithaltige Pastille nehmen. Das kann man gerne machen, dann wird ja die Speichelproduktion angeregt, die Säure abgepuffert und so weiter. Super. Aber wenn ihr mich jetzt fragt, würde ich Xylit jeden Tag so und so viel Gramm davon essen, damit ich weniger Karies bekomme, sollte ich das in meine Mundpflege integrieren. Dass ich also jeden Tag Xylit esse, um diese positiven Wirkungen auf meine Zähne zu bekommen, dann würde ich persönlich sagen nein, weil so gut ist es für den Körper dann einfach nicht. Und es gibt andere Möglichkeiten, wie ihr keine Karies bekommt, als jetzt Xylit zu nehmen. Viel, viel wichtiger ist, ich sage es immer wieder, aber viel wichtiger ist die mechanische Reinigung, dass ihr also eine optimale Mundhygiene habt und natürlich eure Ernährung allgemein, dass ihr Zucker vermeidet, Weißmehl vermeidet, dann habt ihr schon mal so viel für eure Zähne getan, wenn ihr das einfach mal weglasst. Und glaubt mir, man kann es weglassen, man braucht diese Sachen nicht. Und wenn ihr dann noch generell eine gesunde, vollwertige Ernährung habt und der Körper genug Nährstoffe bekommt, ja, das ist doch perfekt. Also was wollt ihr dann auch mit Xylit? Also das ist meine Meinung zu dem Thema Xylit. Ich hoffe, euch hat das Video geholfen und falls es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Da würde ich mich wie immer riesig drüber freuen. Abonniert meinen Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.